Die Minitäschchen für den Schlüsselbund, die ihr hier seht, sind bei uns im Laden total beliebt. Sie sind super praktisch, einfach süß und vor allem schnell zu nähen. Dies ist das zweite von drei Videos. Ich bin Jenny von Serendipity Quilts und wir nähen Half Square Triangle Täschchen. Für unser Täschchen brauchen wir zwei Stoffquadrate, in dem Fall mit einer Seitenlänge von etwa 20 cm. In der gleichen Größe ein Stück Fleseline G700, einen Reißverschluss von mindestens 30 cm und einen Schieber. Die drei Quadrate werden jeweils einmal diagonal halbiert und die eine Hälfte der Dreiecke kannst du erstmal zur Seite legen. Daraus kannst du später ein zweites Täschchen nähen. Das Vlies bügelst du auf die linke Seite des Außenstoffes und dann kannst du schon mal den Endlosreißverschluss auf die benötigte Länge zuschneiden. Das ist ein klein wenig länger als die lange Kante des Dreiecks, also sprich die Diagonale. Und auch vom Reißverschluss benötigst du nur die eine Hälfte. Die andere kannst du zur Seite legen für das zweite Täschchen. An den langen Kanten der Dreiecke und am Reißverschluss markiere ich mir mit einem kleinen Schnips die Mitte und nähe anschließend den Reißverschluss zwischen die beiden langen Kanten der Dreiecke, wobei alle Markierungen natürlich dann bündig liegen sollten und der Reißverschluss rechts auf der Außenseite liegt. Anschließend nähe ich alle drei Lagen mit dem Reißverschlussfüßchen meiner Nähmaschine aneinander. Anschließend klappe ich die Stoffteile auf, bügel sie weg vom Reißverschluss und steppe sie knappkantig ab. Die beiden Enden des Reißverschlusses ziehe ich nach vorne zusammen und dann kann man schon mal die ungefähre Form der Tasche erahnen. Und auf beiden Seiten sollten die angenähten Stoffstücke so ziemlich bündig sein. Dann kann ich gleich besser den Schieber aufziehen. Mit meiner Bastelschere schneide ich jetzt den Reißverschluss gerade ab und auf einer Seite schneide ich mir ein paar Zähnchen heraus, stecke dann den Schieber auf der anderen Seite auf und schiebe dann das zweite Ende des Reißverschlusses in den Zipper rein und dann ist der auch schon aufgezogen. Nochmal kurz checken, dass die Stoffenden auch noch bündig sind. Und dann müssen noch die beiden unteren Kanten geschlossen werden. Dazu stülpe ich das Täschchen nochmal um, sodass der Innenstoff außen liegt. Und den Schieber ziehe ich ein klein wenig auf, dann geht es einfacher. Die meisten anderen Anleitungen würden jetzt einfach die untere Kante zunähen, eventuell noch mit einem Einfassband versäubern, aber das gefällt mir nicht. Ich habe mir überlegt, dass es auch mit vernünftigen, sauberen Kanten auf der Innenseite funktionieren muss. Dafür stülpe ich die Tasche noch ein weiteres Mal um. Und zwar so, dass alle linken Stoffseiten außen sind. Auf der einen Seite habe ich den Innenstoff, auf der anderen den Außenstoff und dazwischen liegt der Reißverschluss. Die Spitzen sollten bündig sein und damit nichts verrutscht, klammere ich mir die Kanten schon mal fest. Dann möchte ich noch eine kleine Schlaufe anbringen, einmal zum Festhalten beim Auf- und Zuziehen und auch noch, um später einen Schlüsselring anbringen zu können. Dafür falte ich mir einen kleinen Streifen Baumwollband in der Mitte und schiebe es mit der Schlaufe zuerst zwischen die beiden Lagen des Außenstoffes. Als nächstes mache ich mir mit dem Trickmarker auf der linken Seite des Außenstoffes eine Markierung, wo gleich die Wendeöffnung sein soll. Und dann nähe ich die beiden Lagen Außenstoff genau zwischen diesen beiden Markierungen zusammen. Anschließend klappe ich den Innenstoff wieder dahinter und klammere ihn fest. Und dann nähe ich den Rest der Kante außer das Stück zwischen den beiden Markierungen. So habe ich praktisch die komplette Kante zusammengenäht und nur zwischen den Markierungen ist das Stück Innenstoff offen. Mit der Bastelschere schneide ich den überstehenden Reißverschluss ab und wende anschließend die Tasche. So.
So, mit einer Pinzette habe ich jetzt die Ecken noch schön rausgeholt und damit ist das Grundmodell dieser Tasche auch schon wieder fertig. Wenn der Reißverschluss zugezogen ist, haben wir ein kleines Quadrat mit einer Seitenlänge von ungefähr 10 cm. Durch die Schlaufe am unteren Ende könntest du jetzt einen Schlüsselring ziehen. Du könntest aber genauso gut auch vorher schon einen Karabiner darauf aufziehen. Denk nur dran, dass du noch die Wendeöffnung schließen musst. Du kannst die Tasche jetzt so lassen, wie sie ist. Du kannst aber auch noch Bodenabnäher reinnähen. Dafür habe ich schon meine zweite Tasche vorbereitet. Alle Kanten bis auf die Wendeöffnung sind zugenäht. Dann wende ich die Tasche auch direkt wieder und du wirst gleich sehen, dass ich ein ganz kleines Detail geändert habe. Und zwar habe ich eine zweite Schlaufe eingebaut. Die sitzt jetzt genau am anderen Ende des Reißverschlusses und die habe ich beim Einnähen des Reißverschlusses zwischen Außenstoff und Reißverschluss mittig an die Kante gesetzt. An der Stelle finde ich die Schlaufe später für den Schlüsselring noch praktischer. Aber kommen wir zurück zu den Bodenabnähern. Dadurch soll die Tasche ein bisschen mehr Volumen bekommen, geräumiger werden und das stelle ich mir dann ungefähr so vor. Ich finde, das Täschchen sieht so ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaumornament, aber egal. Für die erste Variante habe ich das Täschchen dafür wieder komplett auf links gezogen und es an einer Ecke schon mal ausprobiert und zeige dir jetzt, wie ich das gemacht habe. Wie zum Beispiel auch bei der Boxybag oder bei anderen Bodenabnähern bei Taschen habe ich mir erstmal ein Rechteck aufgezeichnet. In diesem Fall gemessen 1 cm ab dem Falz und 1 cm ab der Naht. Übrigens nähe ich bei dieser Tasche mit einer Nahtzugabe von 1 cm. Das aufgemalte Rechteck schneide ich mit meiner Stoffschere aus allen Stofflagen aus. Und weil ich hier die vorherige Naht durchgeschnitten habe, werde ich die an der Stelle nochmal kurz verriegeln. Und wie bei der Boxybag auch, muss ich jetzt die gerade reingeschnittenen Löcher so auseinanderziehen, dass sich gerade Kanten ergeben. Hab auch keine Angst, am Stoff ein bisschen zu ziehen und zu zerren. Der ist ja flexibel, da kann auch eigentlich nicht viel passieren, wenn du die Nähte gut verriegelt hast. Und dann bekommst du die Kanten auch schon schön gerade aufeinander. Fixier dir den Stoff am besten zwischendurch mit Klammern und zum Schluss nähst du die kurzen Kanten durch alle Lagen hindurch aneinander. Wie gesagt, hatte ich das an der anderen Ecke schon vorher gemacht, deswegen kann ich das Täschchen jetzt schon wieder zurückwenden, weil wir in diesem Fall nur zwei Ecken abnähen müssen. So, ich finde, das sieht ganz hervorragend aus. Das Täschchen kann sich schon so sehen lassen. Na okay, die eine Ecke müssen wir vielleicht noch ein bisschen weiter rausdrücken. Damit ist auch Variante 2 des Täschchens fertig. An der Tasche, die ich zuerst genäht habe, wollte ich nochmal eine andere Möglichkeit ausprobieren. Und dafür drehe ich die Tasche nochmal komplett auf links und lege sie mir so hin, dass sie eher eine rechteckige Form hat. Die diagonalen Nähte liegen oben und der Reißverschluss ist komplett aufgezogen. Mit meinem Trickmarker und dem Patchwork-Lineal markiere ich mir eine diagonale Linie, die von Kante zu Kante genau 4 cm lang ist. Entlang dieser Markierung nähe ich durch alle Lagen durch und wiederhole das Ganze an der zweiten Ecke. Wenn ich die Tasche jetzt zurückwende, habe ich genau die gleiche Größe und Form wie bei dem vorherigen Täschchen. Mit dem einzigen Unterschied, dass die gerade abgenähten kleinen Ecken noch im Inneren der Tasche zu sehen sind. Das stört mich ehrlich gesagt bei dieser Tasche überhaupt nicht. Alternativ könntest du aber auch hingehen und die Ecken ein klein wenig zurückschneiden. Das habe ich hier bei diesem Prototypen schon mal gemacht. Und dann müsstest du die so entstandenen offenen Kanten mit einem Einfassband einfassen und dadurch verschwinden lassen. Aber wie gesagt, ich bin mit dieser Form eigentlich ganz zufrieden und lass das jetzt so. Ich hoffe, du konntest in diesem Video was Neues für dich lernen und hast Lust, so ein Täschchen mal auszuprobieren. Und wir sehen uns in Teil 3 dieser Videoreihe. Tschüss, deine Jenny!